In diesen Zeiten, in den Corona-Zeiten, reden wir regelmäßig mit Initiativen und Menschen, die von der Situation, die wir jetzt vorfinden, doch besonders in besonderer Weise betroffen sind oder die eine bestimmte Perspektive darauf haben. Und wir haben heute, oder ich habe mich heute mit Christine Koschmiede verabredet. Sie ist Autorin, aber ich will noch mal ein bisschen zurückgucken. Lebt seit 1992 in Leipzig, hat hier Theater-, Kommunikations- und Medienwissenschaften studiert und hat auch die Literaturagentur Partner und Propaganda gegründet. 2014 bist du mit deinem Debütroman Schweinesystem in die Öffentlichkeit gelungen. Der ist auch ausgezeichnet worden, wie ich gelesen habe, oder war zumindest nominiert. Und jetzt wird es interessant, dein neues Buch Trümmerfrauen, ein Heimatroman, ist Anfang März erschienen. Und Anfang März kommen wir in die spannende Situation, die Buchmesse wurde abgesagt und nach sind auch alle Möglichkeiten, das Buch zu präsentieren, irgendwie weggefallen. Und meine erste Frage an dich wäre in diesem Zusammenhang, genau, was bedeutet das eigentlich für dich, wie du ein Buch veröffentlichen wolltest und genau in diese Situation geraten bist? Also ich glaube, bei mir treffen da natürlich anders als bei nur AutorInnen nochmal verschiedene Aspekte aufeinander, dass ich ja einerseits betroffen war als Autorin, die ein eigenes Buch draußen hat, aber natürlich auch als Agentin und damit als Vertreterin, Interessenvertreterin von ganz vielen AutorInnen, die ich vertrete, die auch gerade, zum Beispiel Anna Herzig in Wien, die ich vertrete, oder Ivana Sajko, kroatische Autorin, die ich vertrete, deren Bücher ja auch jetzt zur Buchmesse rausgekommen, nicht nur wären, sondern sind. Das ist ja der Witz, die Bücher sind ja alle rausgekommen. Und so denkst du sozusagen, wie du vermutlich auch als politisch agierender Mensch, einerseits hast du sozusagen deine persönliche Betroffenheit, was deine eigenen Belange angeht, und gleichzeitig die Belange der Interessengruppen, die du vertrittst. Und dann guckst du noch auf das gesamtgesellschaftliche Leben und denkst, was ist denn der Wert und die Notwendigkeit von Literatur und Kultur, und sollten wir nicht gerade mal einen Schritt zurücktreten und uns nicht nur so über unsere eigenen Belange aufregen. Ja, und das war sozusagen die Gemengelage, die da zusammenkam an Gefühlen und Überlegungen. Gut, dass du diesen Blick auf die Gesellschaft hast, aber vielleicht doch nochmal so ganz konkret gefragt. Also so Menschen können sich vielleicht gar nicht vorstellen, wenn man ein Buch publiziert, generiert man sozusagen, oder man arbeitet ja mehrere Jahre wahrscheinlich an so einem Buch, und die Entlohnung sozusagen besteht nicht nur im Bücherverkaufen, sondern auch zum ganz großen Teil im Präsentieren des Buches, was dann zum Buchkauf animieren soll, ja, oder? Genau. Also es ist tatsächlich so, dass, gut, dann nehmen wir ganz spezifisch die Trümmerfrauen. Also die haben sich natürlich in den letzten Jahren, in denen ich in Leipzig viele Demos, auf denen du auch warst, besucht habe, und die haben sich ein bisschen abgearbeitet an diesem, was geschieht denn eigentlich in dem, was wir so gerne Dunkeldeutschland nennen? Wie kann es denn passieren, dass Menschen sich so willentlich, intelligente Menschen, wieder nationalistischen, völkischen, rassistischen Bewegungen, die sie vereinnahmen, zuwenden? Und ich wollte das literarisch abarbeiten, und es war natürlich dann auch die große Erwartung, auch meines Verlags, zu sagen, Leipzig, Buchmesse, Heimspiel, ich bin Leipzigerin. Rauszugehen an den Buchhandel. Und die Buchmesse ist natürlich wie so die eine große Bühne, die du hast. Ich hätte 6 Veranstaltungen gehabt. Gerade wenn du nicht einen riesen Konzernverlag hast, sondern einen kleinen Engagierten wie die Edition Nautilus, dann sind solche Veranstaltungen und so eine Buchmesse natürlich nochmal exzessiv wichtig, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Und klar gibt es das Buch im Buchhandel, aber die Buchhandel haben geschlossen, die meisten zumindest auch in Sachsen, also es gibt Auslieferungen. Amazon hat sich entschieden, aufgrund der Systemrelevanz lieber Warenlieferungen auszuliefern und deswegen Bücher hintanzustellen. Und so kommt es im Buchhandel im Moment zu einem Einbruch von bis zu 80% des Umsatzes für den Monat März, April. Ja. Und das lässt sich halt nicht eins zu eins beziffern, weil du nicht sagen kannst, ich hätte jeden Tag 100 Bücher verkauft. Das ist Quatsch, ja. Aber es ist eben eine ganze Kette von Ereignissen, die da aufeinandertreffen und die auch seine Produktion, die Nachproduktion für den Herbst, das steht ja bei den Verlagen jetzt auch an. Was machen wir mit der Produktion dieser Saison, wenn wir jetzt eigentlich schon die Buchhandlungen und die Feuilletons und die Journalisten und die Redaktionen
briefen müssten und ansprechen müssten auf unser Herbstprogramm. Genau, bevor wir vielleicht nochmal auf Trümmerfrauen zu sprechen kommen, will ich vielleicht doch nochmal auf die Situation von Menschen wie dir sozusagen kommen. Es gibt ja verschiedene staatliche Hilfemaßnahmen. Es gibt aber auch viel Kritik, die auch bei uns jetzt im politischen Raum ankommt, gerade von freischaffenden Menschen, von Künstlerinnen und Künstlern, die meinen, diese Programme fangen die Situation, in denen sie selber als Selbstständige sind, nicht ab. Wie ist denn deine Erfahrung? Ist das gut, was sozusagen aufgelegt wurde, schnell aufgelegt wurde, oder gibt es da Haken oder Leerstellen? Also Haken gibt es, die gab es ja vorher schon an vielen Stellen, was das Leben als Freischaffende und so angeht. Ich bin einerseits doch eher, beeindruckt wäre übertrieben. Ich werde jetzt keine große Staatsliebhaberin, aber ich bin ich bin ein bisschen beeindruckt, dass man zumindest versucht, im Rahmen der Möglichkeiten nicht nur an systemrelevanten Stellen Lösungen zu finden, sondern, wenn man merkt, dass eine Programm greift, nicht für die einen dann nochmal nachzubessern. Und es gibt, bevor ich die jetzt alle aufzähle, also das Erste, was rauskam, wo erst alle begeistert aufgejubelt haben, waren ja diese Soforthilfen in Höhe von bis zu 9.000 Euro, auch für Solo-Selbstständige, bei denen sich relativ schnell herausgestellt hat, dass die natürlich nicht so greifen, wie sich das manche freischaffende ÜbersetzerInnen, AutorInnen, FotografInnen oder so vorstellt, weil die eben nicht zum Erhalt des Lebensunterhalts und für ausgefallene Honorare eingesetzt werden dürfen, sondern nur für laufende Betriebskosten. Das trifft auf jemanden, der zum Beispiel eine Art eigenes Unternehmen hat, wie eine Literaturagentur und damit laufende Kosten, greift das, trifft zu und ist insofern nicht schlecht für einen Anfang. Dann hat man sozusagen gemerkt, okay, es fallen Menschen durchs Raster und hat dann ja relativ schnell versucht nachzubessern. Es gibt jetzt seitens des Staatsministeriums, glaube ich, auch die Überlegung für die tatsächlichen Freiberuflerinnen, die also nur von ihren Honoraren leben, solche Sofortmittel in Höhe von 1.000 bis 1.500 Euro aufzulegen. Die Stadt Dresden hat das, glaube ich, schon sofort eingeführt, wo Leipzig jetzt ein bisschen unter dem Druck steht, nachzubessern. Und es gibt seit der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen wird es jetzt Denkzeit, nennt sich das, ganz symbolbehaftet, soll es neue Stipendien für AutorInnen geben in Zukunft. Da muss man mal auf der Seite der Kulturstiftung gucken. Da gibt es noch keine näheren Informationen zu. Und generell gibt es einen super Überblick, der mir auch Orientierung verschafft hat beim Netzwerk Kreatives Sachsen. Die haben einen Überblick über die Gesamtsparte oder die Gesamtlisten all der Möglichkeiten bis hin zu Alt-2, bis hin zu Kinderzuschüssen, bis hin zu ich weiß nicht was alles beantragbar ist. Aber es ist natürlich ein Dschungel, auf den man sich einlassen und durch den man sich durchmanövrieren muss. Ja. Also das ist eine schnelle Reaktion mit auch Nachreaktionen auf Kritik. Ne? Also das von dir angesprochene Programm in Leipzig, das ist wohl gerade in Arbeit. 2.000 Euro sind da vorgesehen pro Person, auch relativ bürokratiefrei oder pro selbstständige Person. Genau, ne? Ja, genau. Wir haben uns aber auch verabredet, um über dein neues Buch zu sprechen. Ich wollte es eigentlich in die Kamera halten. Habe es aber noch nicht bekommen, bekomme es erst morgen. Trümmerfrauen, ein Heimatroman. Ich zitiere mal aus dem Buchtitel. Wie eine literarische Kreissäge fräst sich Trümmerfrauen durch deutsche Geschichte und lässt Lebenswirklichkeiten aus Ost und West, Gegenwart und Vergangenheit aneinanderprallen. Ein wichtiger, auch historischer Fixpunkt in dem Buch ist die Aktion Erntefest, eine groß angelegte Vernichtungsaktion von den Nationalsozialisten 1943, bei dem etwa 43.000 Jüdinnen und Juden zu Tode kamen. Und eine der Hauptfiguren, Ottilie, hat dieses Ereignis quasi nicht miterlebt, aber hat in Lublin gelebt, wo das ja auch vonstatten ging, diese furchtbare Vernichtungsaktion. Vielleicht kannst du ein wenig skizzieren. Du hast auch schon gesagt, die Gegenwart spielt auch eine Rolle, aber hat auch den Fixpunkt in der Vergangenheit, so wie ich es verstanden habe. Genau, was ist der Faden des Buches vielleicht? Ja, also ich bin total froh, dass du die Aktion Erntefest und diese Regermanisierungsbestrebungen in Lublin aufgreifst, weil sowohl der Klappentext als auch bisher einige Rezensionen sich so versteifen, dass es um eine Kleingartenanlage heute ginge. Und das ist natürlich nur das Grundsetting,
von dem aus die zwei Protagonistinnen, von denen eine Ottilie ist, aufbrechen. Und im Grunde geht es natürlich auch schon um eine Parallelisierung bei allen Kritiken. Natürlich ist Weimar und heute nicht vergleichbar und genauso wenig sind die heutigen völkischen und rassistischen Bestrebungen mit dem, was in Lublin geschehen ist, vergleichbar. Aber es gibt schon einen Grund, warum Ottilie ihre Lebensgeschichte erzählt. Und Ottilies Lebensgeschichte ist vielleicht ein bisschen symptomatisch oder ja, repräsentativ, wenn man so auf die eigene Großelterngeneration guckt und sich fragt, wer sind denn eigentlich diejenigen, die die Mitglieder oder die heute die deutsche Staatsbürgerschaft ausmachen und vermeintlich Deutsche sind? Wo kommen die denn eigentlich alle her? Und durch einen Zufall habe ich von einem Freund vor ein paar Jahren erfahren, der mit mir durch Bosnien fuhr und sagte, habe ich dir eigentlich jemals erzählt, dass meine Großeltern Bosnien-Deutsche waren? Und ich so, Banatschwaben hatte ich schon mal gehört, aber Bosnien-Deutsche war mir überhaupt kein Begriff. Und so stieß ich auf diese Volksgruppe derer, die man damals Volksdeutsche genannt hat, die also sozusagen nicht korrekte Reichsdeutsche waren, die dem Deutschen Reich schon angehörten, sondern als verstreute Gruppen in meistens osteuropäischen Staaten und Königreichen, die im Königreich Jugoslawien lebten. So, und diese Großeltern, nach denen ich mich dann erkundigt habe, stellte sich raus, dass die nach dem Einmarsch der Wehrmacht im Königreich Jugoslawien 1941 sich auf den Weg gemacht haben und irgendwie über Lublin dann später nach dem Krieg nach Deutschland kamen. Und ich dachte zunächst, wie soll ich denn heute noch rausfinden, wie jemand irgendwie von Bosnien aus als Bosnien-Deutscher in Lublin landet? Das wird ja so ein totaler Kriegszufall gewesen sein. Weit gefehlt. Weil wenn man sich ein bisschen in die unbekannteren Kapitel der nationalsozialistischen Verbrechen und Geschichte einarbeitet, die also nicht erst bei den Konzentrationslagern anfangen, sondern bei den sogenannten Germanisierungsbestrebungen, für die man sogar einen Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums installiert hatte, das war Himmler. Und da hat man gesagt, okay, wohin können wir uns denn ausweiten? Wir brauchen ja Raum fürs Volk und das war der Osten. Und als einen der ersten Plätze dieser Regermanisierung hat man Samosch bei Lublin auserkoren und dachte, jetzt brauchen wir natürlich Siedler, die dort germanisieren. Und wer im Deutschen Reich zu Hause war, der hatte natürlich keine Lust, seine Heimat und sein Hab und Gut hinter sich zu lassen. Also hat man sich dieser Volksdeutschen entsonnen und gesagt, Leute, kommt her, hier gibt es Land und Boden für euch. Und hat leider vergessen, ihnen zu sagen, dass dort selbstverständlich polnische, jüdische Bauern, Bäuerinnen auf diesen Höfen saßen und erst entsorgt werden mussten. Und so ging diese ganze Besiedlungsaktion, die Aktion Samosch, extrem nach hinten los. Gleichzeitig verlor man ja auch an der Ostfront und war auf dem Rückzug. Also es war ganz klar, dass das zum Scheitern verurteilt war. Und man hat ja aber sozusagen, Samosch ist ganz nah bei Lublin und das KZ Majdanek, das viele ja vom Namen her kennen, aber wie nah das an Lublin dran ist, das wissen die wenigsten. Das ist nämlich tatsächlich am Stadtrand von Lublin und somit in Hörweite. Und so hat man diese Volksdeutschen, die man ja dann leider an der Backe hatte und nicht siedeln konnte, hat man sie anderweitig verwendet. Und so hat eben Ottilies Vater, jetzt fiktiv, der Vater meiner Hauptfigur, der hat in irgendeinem Warenverwaltungslager gearbeitet, so hat das seiner Tochter immer erzählt. Und sie hat dann, als sie erwachsen ist, irgendwann angefangen, sich dem mal auszusetzen und zu fragen, was genau hat er denn dann eigentlich in wessen Auftrag gemacht, und kommt zu den Düsseldorfer Prozessen 1980 zurück, 1979 zurück nach Deutschland, setzt sich dem aus und findet die Geschichte ihres Vaters heraus, die mit der von dir erwähnten Aktion Erntefest, die auch ein relativ unbekanntes Massaker ist, obwohl sie genauso viele Tote gezeitigt hat wie das Massaker von Babi Yar, was man ja relativ gut kennt. Und das war dieser zynische Begriff Aktion Erntefest. Ja, das hat mich, glaube ich, am meisten gepackt, darüber zu schreiben und zu forschen. Aktion Erntefest bestand darin, dass man sagte, die überlebenden Insassen sämtlicher umliegenden Konzentrationslager am 3. und 4. November 1943 zusammenzutreiben und nicht etwa zu vergasen, sondern alle
zu erschießen. Also 43.000 Menschen auf zwei Ortschaften verteilt, aber immerhin von morgens bis abends zu erschießen. Und sowas macht natürlich, ist laut, wenn das direkt von Toren einer Stadt geschieht, wenn du stundenlang Menschen erschießt. Und deswegen hat man dann, um die armen Einwohnerinnen von Lublin nicht damit zu belangen, hat man Lautsprecher errichtet und Heinz Rühmann Schlager und Lala Andersen Schlager und es geht alles vorüber, auf diese Bevölkerung abzuschallen, damit sie die Erschießung nicht hören. Und das, ich, vielleicht merkt man es jetzt auch, während ich das erzähle, das ist an Perversion und an Unfassbarkeit, hat mich das so geflasht, dass ich dachte, ich möchte in irgendeiner Form auch darüber schreiben. Ja. Genau. Wir wollen vielleicht auch nicht so viel verraten für Leserinnen, aber es, auf jeden Fall, das Buch landet auch in der Gegenwart. Also vielleicht noch die Frage nachgeschoben, wie bist du darauf gekommen? Und du hast ja schon gesagt, man kann auf keinen Fall die Zeit heute trotz der rechten Bestrebungen, der völkischen Bestrebungen mit dem Nationalsozialismus vergleichen. Aber genau, wie bist du darauf gekommen und wie gelingt dir diese Zeiten oder diese Ereignisse miteinander zu verquicken, wenn ich das sagen kann? Ja, darauf sollte ich vorbereitet sein, wenn ich drüber schreibe. Also ich bin tatsächlich 93, nicht 92 nach Leipzig gekommen und ich entsinne mich, dass das noch eine Zeit war, in der wir Anfang 20, die wir aufeinander trafen, wahnsinnig interessiert aneinander und fasziniert voneinander waren und uns befragt haben zu, wo kommst du her, was hat dich geprägt, was für Geschichten haben dein Aufwachsen geprägt, welche Heldinnen von Büchern, aus Liedern und. Also es war ein Interesse. Und jetzt, 25, 30 Jahre später, merke ich, meine Generation, bin jetzt Ende 40, das sind ja diejenigen, denen ich auf der Straße begegne, auf der anderen Seite, auf der Gegenseite der Demonstrationen. Und es gibt sehr viele Berichte und Beispiele von ehemaligen Bürgerrechtlerinnen, also eine davon sogar aus Leipzig kommt, die als Dissidentin inhaftiert worden ist, in Hoheneck sogar, weil sie für Bürgerrechte auf die Straße gegangen ist, weil sie sich eingesetzt hat, die inzwischen bei Legida Pegida mitläuft. Und ich fragte mich, es müsste möglich sein, endlich mal eine literarische Figur zu schaffen, die erstens eine Frau ist und die zweitens keine dumpfbackige Glatze ist, auf die man das so leicht abtun kann, sondern jemand, den man emotional und politisch und intellektuell zu folgen bereit ist eine Weile, bis man erschrickt und schluckt, wo sie kippt, also diesen Punkt rauszukriegen. Und meine Protagonistin Lou, die aus dem Westen kommt, und ihre beste, ex-beste Freundin Carola, die eben eine ehemals inhaftierte Bürgerrechtlerin war, und die kippt und schließt sich dem neuen Denken an. Und darum ging es zu sagen, wo ist dann der Punkt, an dem wir mit dem Reden aufhören müssen, wenn nämlich jemand anfängt, auf einer Deutschlandkarte überfallene Asylbewerberheime, Flüchtlingsstätten zu markieren und als befreite Zonen zu markieren, da ich dann, jetzt ist irgendwie auch Schluss mit dem Gespräch darüber, wogegen man protestiert. Und das aber anhand einer Langerzählung, eines Romans abzuhandeln, das war für mich so ein wichtiger Selbstvergewisserungsprozess auch. Und, ja. Und das eben vor der Folie oder vor dem Hintergrund der alten Frau Ottilie, die das Kopfschütteln sich mit anguckt, so wie vielleicht Esther Bairano, die immer wieder sagt, Leute, seht ihr überhaupt, was ihr hier gerade tut? Die ein Wiedererkennungs-, ein Déjà-vu haben, was sie sehr erschreckt. Mhm. Und was heißt das für unser Handeln? Aber das beantwortet der Roman natürlich nur bedingt. Ist auch schwierig. Klingt nach einer sehr spannenden und anspruchsvollen Annäherungsgeschichte mit diesen verschiedenen Perspektiven, ne, auf die historische und die aktuelle. Nur zu empfehlen, Trümmerfrauen, ein Heimatroman, erschienen bei Edition Nautilus und jetzt kann man es zumindest auch in Buchläden bestellen. Ne? Ja. Vielleicht zum Schluss wieder in die aktuelle Situation gesprungen. Was wünschst du dir vielleicht, ne, mit Blick auf die Zukunft oder sozusagen aus dem Jetzt in die Zukunft geblickt? Ich habe gerade einen ganz spannenden Artikel, weiß gar nicht, ob es in der Süddeutsche wurde gepostet, gelesen über, was denn jetzt alle Verlage, Autorinnen in dieser Quarantänesituation, dass sie alle wie so ein bisschen überkandidelt glücklich reagieren, obwohl sie eigentlich doch Amazon-Bashing betreiben müssten, weil Amazon eben die Bücher gerade auslistet zugunsten von anderen Dingen. Und was die aber sagen, das ist vielleicht auch ein bisschen
romantisierend, aber die sagen, wir hoffen, dass die Menschen, die jetzt sich doch Bücher bestellen und Geschichten lesen, sich daran erinnern, wo sie die jetzt herkriegen, nämlich nicht von Amazon, sondern in den Buchhandlungen. Also letztendlich eine Rückkehr zum lokalen Handel. Aber nochmal, das hat auch ein bisschen was von Sozialromantik. Das ist so wie, oh, jetzt lernen wir wieder alle zu kochen und alte Rezepte kennenzulernen und jetzt sind wir so hilfsbereit. Und ich glaube, das blendet halt ein bisschen aus, in welchen sozialen Umfeldern wir uns bewegen. Also natürlich kann eine akademische Familie mit einem okayen Einkommen und viel Platz anders solidarisch sich verhalten als auf engstem Raum zusammengepferchte, von Sozialhilfe abhängige, wie heißt es so schön, bildungsferne Schichten. Also ich wage im Moment überhaupt keinen Blick in irgendeine Kristallkugel. Ich wünsche mir selber einen Tritt in den Hintern und mir Arsch in der Hose hinterher rauszugehen und zu sagen, ich möchte nicht mehr verschieben, mich für irgendwas zu engagieren, sondern vielleicht schließe ich mich, nachdem ich so und so viele Jahre ein Parteibuch habe, dann doch mal auch konkret bestimmten Bewegungen an, statt nur Salonkommunismus zu betreiben. Richtig. Vielen Dank, Christine Kruschmieder, für das spannende Gespräch, wie ich fand, und alles Gute. Danke, Jule, für die Einladung und tolles Format. Danke. Okay, ciao.